Hallo, hier ist wieder Liberty Minecraft mit Terraria, mit den lieben Daniel Uha! Und den lieben, ganz super lieben Kuchen. Wir haben keinen Besuch, stirb du Slime. Ja. Ich war ja dabei, um die obere Etage zu bauen. Ich habe sogar noch das ganze Holz dabei. Ja, das ist noch so ein bisschen leer da, würde ich mal behaupten. Das Ganze hier. Er baut Boden. Ich will raus, ich will hinter die Wand springen. Ja. Du kannst ja jetzt schon mal zwei Türen bauen, zwei Tische und vier Stühle. Aus deinem Holz. Ich mache erstmal wieder das. Na genau. Das mache ich auch immer direkt an den Platz da. Da. Runter, die Fackel gefällt mir da nicht. Hopp. So. Du kannst mit Reste kannst die Fackeln abbauen. Wer ist das? Wer ist das? Ein bisschen Döner! Schwer ziehen! Ja, hopp! Piss dich! Wer ist das? Er schlägt zurück! Oh Gott, er ist eingebrochen! Wer sind Sie? Hallo! Sprechen Sie mit uns! Warte! Ich kenne dich doch! Ich habe dich letztens auf YouTube gesehen! Wir kriegen Zuwachs! Ein neuer Player bei uns! Ja, stell dich doch mal vor, du Unbekannter! Mr. Anonymous! Ich bin der Hebel! Oh yeah. Der Hibbel. Da kommt mal die grüne Party, Hibbel. Oh yeah. Green Party. Green Party. So. Haben wir sogar noch Zuwachs bekommen. Viele Hände, schnelles Ende. Viele Hände. Daniel, du baust wieder hier die zwei Tische. Und die vier Stühle. Zwei Tische und vier Stühle. Lass mich sie suchen. Du kannst ja hier mal ein bisschen umgucken und vielleicht kannst du irgendwas hier. Warte mal, ich kann irgendwas aus Eisen machen. Warte mal. Soll ich mal von Nico, ich geb dir erstmal ein Eisenschwert, warte. Okay. Ich hab noch ein bisschen. Moment, hier ein Eisenschwert. Da. Wie platziert. Geht da hoch hier. Man die Dinger? Einfach mit Linkstick auf dem Boden. Muss schon da. Zack, auch mittig. Gut, hast genau. Direkt übereinander. Wow, ich guck mal meine Pickaxe an, Kuchen. Ja! Oh, ich hab vergessen, ich habe ja nur zwei Stühle gemacht. Fail. Meine Hase! Yeah. Wo ist eigentlich unser Hase, der mal im Haus war? Ist verschwunden. Also, oh, verdammt. Du weißt, wie man einen Stuhl hinbaut, ne? Immer wenn man in die Richtung guckt, da guckt auch der Stuhl hin. Jetzt hast du gerade gefailt. Kannst du mit einem Hammer abbauen. Ja, ich sehe erstmal hinten Bäume fällen. Oh Gott, der Merchant ist da. Der Merchant. Da rechts links. Oh, der Merchant ist da. Hallo. Ist der Verkäufer hier? Da, guck mal. Ne? Der Verkäufer. Dieser Stuhl möchte. Nein, guck rechts, guck nach rechts. Dann können wir uns nach rechts gucken. So, jetzt. So. Achso. Nein, der Merchant geht in die Cave rein. Nein, spring da nicht runter. Oh, gut. Komm mal runter in die Cave. Wir sind der Merchant. Da kannst du jetzt die Sachen kaufen und verkaufen. Zum Beispiel hast du Pfeile, kannst du kaufen. Oder du kannst eine Piggy Bank holen. Oder so Mining Helm, kostet aber 8 Gold. Fackeln kannst du kaufen. Du kannst auch Sachen verkaufen. Wie zum Beispiel, ja, weiß nicht, was haben wir denn alles? Die Schuriken brauche ich nicht. Oder. Zwei Kupfer. Wo sehe ich meine Coins eigentlich? Rechts, neben der Ammo-Leiste. Also, neben der Pfeilleiste. Siehst du da, Silber-Coins und Kupfer-Coins. Oh, der Demolist ist auch nochmal da, sauber. Der Demolist ist doch der Spreng. Der Sprengtyp, der. Wo ist denn der? Hä? Wie jetzt? Wie verkaufe ich an den eigentlich? Du musst die Sachen in sein Inventar schieben. Ja, aber dann gehen aber meine Coins gerade runter. Ja, wenn du aus seinem Inventar was rausziehst. Sein Inventar ist ja unten. Ja. Und ich lege ihn jetzt was rein. Ja. Da müssen die Coins eigentlich hochgehen. Da gehen runter. Was? Vielleicht Sell Price. Hä? Wenn ich die Statue ihm verkaufe, muss er mir dafür was zahlen? Ja, klar, also wenn du ihm was gibst, dann kriegst du natürlich auch was. Ja, aber nee, meine gehen ja runter. Und dann halt, stopp, warte mal.
Ich war blind. Natürlich meine hier, die Silber da vorne gehen hoch. Silber will ich auch immer gerne einlagern, weil dann können wir uns sozusagen zusammensparen, dann kannst du Mining holen, dann musst du keine Fackeln mehr. Oder musst du keine Fackeln mehr craften. Das wäre cool. Das ist echt richtig chill. Ich will den Ding einfach mal unser Geld hier einfach rein. Können wir mal irgendwas zusammensparen. Mein Hase. Nein. Na, in die rechte Kiste kannst du da ganzes Gold reinlegen. Weil wenn du verreckst, dann verlierst du immer die Hälfte deines Geldes. Das ist richtig doof dann. Wo ist denn der Demolist denn jetzt? Ah, da rechts ist der. Der Hasenzahn. Da ist die Kiste heile. Ich hau mit meinem Ding hier zu. Hase! Alter, du hast so eine Hasenallergie oder sowas, Daniel, oder? Daniel, guck mal hier, der Typ, Mann. Norkas heißt der. Norkas. Norkas. Von denen kannst du Granaten, Bomben, Dynamit holen, alles, was du mal, alles, was Bumm macht. Alles, was Bumm macht. Also Granaten machen keinen Umgebungsschaden, aber auch Enemy-Schaden. Bomben machen kleinen Umgebungsschaden und Dynamit machen riesen Umgebungsschaden. Aber mach erstmal hier das Loch wieder zu, was du hier fabrizierst hast. Warte mal, ich hol mal ganz kurz ein bisschen Lehm. Ja, nicht so! Kuchen! Oh yeah! Warte, ich hol mal ganz kurz Lehm hier hin. Oh, du bist untalentiert. Vogel! Hä, kann man irgendwie den Dreck hinter dem Dreck wegmachen? Hase, tot. Ich hab ne Kiste gefunden. Den Dreck ja, dahinter im Dreck kannst du nicht wegmachen, oder? Doch, mit dem Hammer, glaube ich. Geil, ich hab ne Blowpipe. Blowpipe. Du doll. Zack. Warte, ich brauche mal ein paar Seeds hier. Guck mal hier, Daniel, was ich gefunden habe. Ja, was ist das denn? Eine Blowpipe, ein Blasrohr. Damit kann ich Seeds verschießen. Die ich hier durch das Gras gewinne. Nico spielt Rasenmäher oder was? Jetzt. Können wir unseren Weg mal hübscher machen, hin zum Haus, zum Spawn. Hä? Nein, nicht schon. Da können wir mal ein bisschen mit der Erde. Ich habe ganz, ganz viel Erde. Ich habe so, hier, guck mal, 250. Oh, ja, ich nicht. Ja, also, genau. Renn halt durchs Haus durch. Wie viel Schaden macht der alter Scheiß? 4 oder halt 9 Schaden macht er. Wow. Sauber. Na, Mann. So, jetzt kann ich erstmal. Mach ich mal was Schönes. Da. Davon ein paar. Noch davon ein paar. Oh, kann ich nur einen von machen, schade. Egal. So, machen wir unsere Bude mal ein bisschen schöner hier. Was passiert, wenn ich in das Loch reinjump? Oh, welches Loch denn? Da unten. Unterm Haus. Das so senkrecht runter? Ja, ey, guck mal, was passiert machen, da. Ich bin da bis jetzt nicht mehr senkrecht runtergelatscht. Heavy. Unser Mining-Loch da unten. Achso, da müssen wir auch irgendwann mal runter, ne? Ja, aber auch noch nicht. Überlebt man das? Ne, ja, bis zur ersten Stufe schon. Warte, ich verkaufe erstmal einigen Scheiß da. Ich muss mein Inventar irgendwie leer räumen. Ja, hier, verkaufen. Oh, guck mal, das ist der Pase. Bester Weg, So viel Scheiße dabei, ne? Blink Root Seeds. Ich hab Night Owl Potions. Clay Block. Bottles? Oh, sauber, ich hab sogar schon Bottles Gale, hier. Verliebt, Coldblood, Ich hab noch drei Kisten. Ich hab drei Kisten, warte mal, die stell dich mal auf. Holy shit. Ich hab aber die goldenen Kisten, du hast so hässlich hier. Ah. Davon hab ich drei, du nur zwei. Ja, meine sind immer schöner. Was kann ich noch als schönes verkaufen? Nico, bist du jetzt irgendwo rechts gelaufen gerade? Ja, ich gehe hier gerade irgendwo lang. Irgendwo. Kannst ja mit uns mein gehen. Können ja mal alle mein gehen.
So. Ich baue mal hier. Eimerbau baue ich mal. So. So. Ein bisschen Eisen, Kupfer. Ich glaube, ich mache mal schon mal das erste Kupferrüstungsteil, oder? Ja, ich kann mir einen Helm bauen. Guck mich mal an. Hm? Oh Mann. Oh, Linsen. Ich brauche noch Linsen und. Und was kann ich noch gucken? Doch jetzt. Ja, aber ich gerade zugegriffen. Boah, die 20 Dirt behalte ich noch. Das ganze Holz kann ich erstmal ablegen. So. Stein. So, den Rest behalte ich. Okay, bin bereit. Let's go. Okay. So, ich nehme mal hier Wasser mit. Oh, Blood Moon is rising. Oh Gott. Blood Moon ist so, jetzt ist an der Oberfläche jetzt gerade die Hölle los. Da spawnen jetzt, ich glaube, das Dreifache mehr an Zombies. Und die Zombies können Türen anschlagen. Ne? Okay. So, jetzt müssen wir hier Wasser machen, jetzt müssen wir ein bisschen Gummi geben. Also kommt der? Wir müssen noch nicht runterspringen, weil da unten ist kein Wasser, beziehungsweise wenig Wasser. So, Achtung! Einfach den Wasserstrahl da springen. Nein! Aua! Ja, genau! Aua, aua, aua! Au, au! Ich bin erst wieder gestorben ist oder was? Ja, Alter, ich hab 6 Life noch. Oh yeah. Ja Leute, ja bitter. Ich soll jetzt hier draußen rumdackeln. Toll. Warte, wir machen mal das Wasser hier unten tiefer, dann kannst du weiter runter. Ich besorge so lange mal Wasser, damit wir es dann noch tiefer machen können. Ich hab ganz knapp überlegt, guck mal, ich hab 9 Life. Wow. Clemmer, wieso du das überlebt hast und ich mehr Life habe? Ja, weil dich das Skelett von der Wasserquelle weggeschubst hat und er hat dich dann sozusagen aufprallen lassen. Auffüllen. Zack. Oh. Ey, ich hab schon wieder nur 33 Heal jetzt gerade. Ach du Scheiße. Ja, weil du spawnst du mit 100. Ah! Oh Gott. Oh, ja, ist, mal, ist es mal wieder Nacht, wo ich zum Haus latschen muss? Ja, und dann auch schon Blood Moon hier. Da hast du noch mehr Zombies oben. 41? Das konnte wer nicht lassen, mich anzuschreiben. Na, 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 na. Kann ich mal jetzt kurz nachholen? Läuft! Ich mal jetzt kurz ins Haus stellen. Das ist eine wichtige Nachricht. Opa. Einmal ins Haus. Zu. Machst du denn da? Oh, ich hab herausgefunden, wie man Schwert wegschmeißt. Aua! Ah, genau! Scheiß Ledermaus. Ich bin gerade so hochgesprungen. So. Alter, sind hier viele Monster. Ja, sag ich doch. Blatt. Ja! So, haben wir hier einen kleinen Wasservorrat. Kann ich. Ich heile mich mal. Bei der Frau kann man das heilen, ne? Ja. Viel. So, das ist gut. So, können wir sogar noch tiefer machen. Machen wir mal das Wasser tiefer, oder reicht das? Wir können das ist ja 3 breit, wir müssen das 4 breit machen. Ja. Aber zum Glück bin ich in der zweiten Etage. Wieso? Ach, in der ersten. In der ersten toben die Monster. Oder die Augen. So Wasserarbeiter. Nein! Oh, scheiße, ich falle immer dieses zweite Mal da runter. Ja, weißt du was, ich baue jetzt einfach hier eine Brücke rüber. Jetzt fahre ich hier noch unendlich drüber. Was geht hier ab gerade? Ja, hättest du jetzt Granaten dabei, einfach mal eine Granate runterschmeißen, alles ist glücklich, ey. Oh, genau kurz davor das Auge zugemacht. Ups. Jetzt hab ich mich geheilt. Kann ich runterspringen? Ich komm momentan nicht raus. Hier sind so viele Monster, Mann. Ja, heil dich komplett und jump einfach durch, wenn du es überlebst. Ja. Wenn ich es überlebe, ich will nicht normal auf mich. Ich spiel ein bisschen mit den Zombies. Boah, spring einfach über die rüber.